Fluggast David Morton, bitte kommen Sie zum Transworld-Flugschalter. Fluggast David Morton, bitte kommen Sie zum Transworld-Flugschalter. Columbo, was machen Sie eigentlich? Verfolgen Sie mich? Nehmen wir an, es interessiert mich, wie Sie hier eine Beerdigung arrangieren wollen. Wissen Sie, Sie haben mich eben ziemlich überrascht. Ich meine, hier telefonieren Sie und dem Mädchen im Büro haben Sie eingeschärft, Sie hätten keine Zeit, mit jemandem zu sprechen. Darum habe ich ja telefoniert. Nur um eine Verabredung abzusagen morgen in Montreal. Das hatte ich vorhin ganz vergessen. Weiß der Teufel, warum? Na was? Kein Wunder, Sie müssen ganz schön durcheinander sein nach all dem, was passiert ist. Das kann ich schon verstehen. Jedenfalls, als Sie in Richtung Flugplatz abbogen, bin ich natürlich... Es reicht. Inspektor, ich bin hier, um Mrs. Wagner vom Flugzeug abzuholen. In wenigen Minuten. Sehen Sie, das ist etwa das, was ich mir auch zusammengereimt habe. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, wie sie es anstellt, so schnell hier zu sein. Ich meine den weiten Weg von Acapulco, weil wir doch die Fluglinien überprüft. Ich konnte ihr Gott sei Dank eine Chartermaschine mieten. Mann, Sie scheinen auch tatsächlich an alles zu denken. Sie müssen entschuldigen, Inspektor, ich konnte Ihnen das vorhin im Büro schlecht sagen vor all diesem. Das allerletzte, was Shirley jetzt gebrauchen kann, ist die mitleidriefende Anteilnahme von Walter Kennel. Das kann ich gut verstehen, Sir. Ich will ja auch diese Zeitungsmenschen vom Leibe halten, bis sie noch eine Nacht darüber geschlafen haben. Verstehe, Sir. Sie würden mir eine große Hilfe sein, Sir, wenn Sie mich über ein paar kleine Details aufklären könnten. Meinen Sie, dass das möglich wäre? Na schön, wenn Sie sich kurz fassen, Inspektor. Ich werde mein Bestes versuchen, Sir. Ich will mich da vorsichtig ausdrücken, Sir, aber ich frage mich, was für eine Art Ehe mögen die Wagners wohl geführt haben. Ich meine, in Anbetracht der Art von Party, mit der Eric seine letzte Nacht verbrachte. Mr. Columbo, für mich war dieser Junge sowas wie ein kleiner Bruder. Aber ich hatte auf ihn keinen Einfluss. Er war ein Baby. Er wurde nie erwachsen. Shirley ist das nicht verborgen geblieben. Und fast ein Jahr lang versuchte sie, Verständnis für ihn aufzubringen. Sie ist von ihm durch Welten getrennt. Und beide wussten das. Aber unglücklicherweise konnte sie es nie über sich bringen, mit ihm zu brechen. Scheint ja eine großartige Frau zu sein. Das ist sie. Sie wissen nicht zufällig. Ich könnte mir denken, dass sie jetzt alles erbt, oder vielleicht nicht? Was zum Teufel soll das? Jetzt mal ehrlich. Warum sind Sie mir gefolgt? Ach, wissen Sie, Sir, die Dinge haben sich so überstürzt und da dachte ich mir, Sie würden vielleicht gerne auf dem Laufenden sein. Zum Beispiel der Befund der Autopsie. Ich bekam ihn gerade vorhin am Telefon. Nebenbei gesagt, Sie haben mich gar nicht danach gefragt. Ich dachte, Sie würden. Ist Ihnen nur entfallen, was? Nein, es ist mir nicht entfallen. Da gab es nichts zu fragen, weil nichts Neues zu erwarten war. War etwas? Nein, Sir, da war nichts. Sie werden schon noch herausfinden, dass es ein Unfalltod war. Und sollte es, Gott behüte, nicht so sein. Dann war es eins von diesen verrückten Hippie-Mädchen, mit denen er sich abgegeben hat. Sehen Sie, ich wusste, war noch was, was ich Ihnen sagen wollte. Wir haben alle Mädchen aufgetrieben von dieser Party. Nicht der geringste Anhaltspunkt. Gar nicht. Es sieht also für mich so aus, dass wir uns nun wohl nach jemand anderem umsehen müssen. Und was soll das bedeuten? Nun, wir haben ein Nachbarkind ausfindig gemacht, das behauptet, einen Dingeling-Eiswagen in der Gegend gesehen zu haben um 14.30 Uhr. Also zum Zeitpunkt von Mr. Wagners Tod. Ich sehe da keinen... Also was? Tja, also, das habe ich meiner Frau zu verdanken. Die ärgert sich über Gott und die Welt. Die ärgert sich selbst über den Eismann. Wieso muss der mit seinem Eiswagen ausgerechnet gerade vor dem Mittag oder dem Abendessen kommen und den Kindern den Appetit verderben? Und ich muss mir das anhören. Ich höre das dreimal die Woche. Das sind 12 Mal im Monat. Naja, jedenfalls, ich rufe bei der Dingeling Eiscreme-Gesellschaft an und wissen Sie, was die mir sagen? Die schicken keinen vor Mittag, die schicken keinen vor dem Abendessen. Um 14.30 Uhr auch keinen. Die arbeiten überhaupt nicht in dieser Gegend. Naja, also das ist das, was ich so lose Fäden nenne. Die muss ich jetzt verknoten. Inspektor, ich wünsche Ihnen dazu Glück. Da wäre noch etwas, Sir. Ich hoffe, Sie sind deswegen nicht beleidigt. Ich komme nicht umhin. Ich muss jemand finden, der glaubhaft bestätigt, dass Sie während des Spiels in Ihrem Raum da oben waren. Wenn es Sie beruhigt, ich bin nicht beleidigt. Es ist Ihr Job. Erstmal ist doch jetzt jeder verdächtig. Ist es nicht so? Danke vielmals. Ich bin sehr froh, dass Sie das sagen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, Mr. Rizzo würde das für uns tun.
Aber dann stellte sich raus, dass er sagt, sie hat mit ihm noch nicht mal über das Spielfeldtelefon gesprochen, in dieser unerfreulichen ersten Hälfte. Dann waren Sie nicht mal ärgerlich. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Eric aus unserem Raum da oben im Stadion angerufen habe, kurz vor dem Spiel. Und ich rief ihn wieder an, aus demselben Raum, am Ende des ersten Viertels. Unglücklicherweise kann die Telefongesellschaft das nicht nachprüfen. Das ist ja wohl nicht mein Problem, hm? Nein, Sir, das ist mein Problem. Es ist auch mein Problem, jemanden zu finden, der möglicherweise ein Motiv hatte, Mr. Wagner zu töten. Paul! Ja? Oh, Paul! Es tut mir so leid. Ich habe so lange zurückgehalten. Inspektor, sie wird zu Hause sein. Sie werden sie ja wohl nicht unnötig quälen. Ich habe nur eine einzige Frage.